Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Ich begrüße Sie heute vom Kanonsberg hier in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Es geht um unsere Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl. Die ist ja, wie Sie wissen, zusammen mit der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai. An meiner Seite heute Steffen Bockhahn. Steffen Bockhahn möchte Oberbürgermeister werden. Sie sind jetzt der Senator für Schule. Für Jugend, Schule, Soziales, Gesundheit, Sport. Nochmal die richtige Reihenfolge? Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport und zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das ist die korrekte Amtsbezeichnung. Ja, und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, das ist Ihnen alles zu lang, deswegen möchten Sie einfach Oberbürgermeister sein. Da haben Sie nicht diese ganzen Namensbezeichnungen, auch nicht die Leute, die das verwechseln. Das ist mit Augenzwinkern tatsächlich ein mögliches Motiv. Man wird das zurzeit oft gefragt und manchmal möchte man ja im Scherz antworten. Aber tatsächlich gibt es ein paar mehr Gründe, Oberbürgermeister werden zu wollen. Das ist so. Ja. Fangen wir mal an. Ihr Senatsbereich, wenn man so will, umfasst ja sozusagen wirklich von der Kindheit, ne, von dem frühesten Alter an, von der Kita bis hin natürlich für Senioren sind Sie auch zuständig, auch gerade was Soziales anbelangt, die ganze Lebensphase. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wo würden Sie da als Senator, als Oberbürgermeister da natürlich auch nachbessern? Bereich Kita, fangen wir da mal an. Muss da Rostock noch aufholen oder haben wir da einen guten Stand erreicht? Das ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man schaut. Wenn wir uns eine durchschnittliche westdeutsche Großstadt angucken, dann ist bei uns die Welt in Ordnung. Wir können den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllen. Wir können allerdings nicht immer den Anspruch erfüllen, die nächstgelegene Kita anwählen zu wollen. Das wird aber vermutlich auch nie funktionieren in einer großen Stadt, weil niemals die Kitas immer da sind, wo gerade alle Kinder sind. Das war noch nie so, es wird vermutlich auch nie so sein. Aber möglichst wohnortnah, mit möglichst vielen verschiedenen Konzepten, sodass man als Elternteil auch auswählen kann, wo das Kind hin soll. Dafür können wir noch ein bisschen was tun. Dazu müssen wir noch ein paar Kitas bauen, das sehe ich schon so. Und da möchte ich auch gerne mehr Druck reinbringen. Wir haben eine ganz gute Versorgung, auch was die Qualität betrifft. Das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt und ich möchte zusammen mit dem Land dafür sorgen, dass das so bleibt. Viele Kommunen haben schon die Sorge, dass sie keine Erzieherinnen und Erzieher mehr haben, um gute Qualität in der Kita liefern zu können. Das ist in Rostock noch anders. Ein Grund dafür ist, dass ich durchgesetzt habe, dass wir tarifgerechte Bezahlungen akzeptieren. Das heißt, bei uns gibt es bei den Löhnen für Kita-Erzieherinnen nicht das Rennen nach unten, sondern wenn der Träger einen Tarifvertrag hat, wird das akzeptiert. Das war nicht immer so. Schule ist ein anderes großes Thema. Auch dort zeichnet sich Lehrermangel ab. Was die Schulen anbelangt, Rostock hat da vielleicht das Luxusproblem, dass es nicht so ist, weil viele Menschen hier nach Rostock wollen. Sehen Sie das genauso? Und wo muss man bei den Schulen vielleicht noch nachsteuern? Wo würden Sie als Oberbürgermeister nachsteuern? Wir haben bei den öffentlichen Schulen in Rostock auch eine ganz gute Situation. 44 gibt es, nur zwei sind unsaniert. Das ist ein ganz erhebliches Projekt, was wir da schon gestemmt haben in den vergangenen Jahren. Wenn man sich vergegenwärtigt, kurz nach der Wende hatten wir über 100 Schulen in Rostock. Heute sind wir noch bei 44. Wir haben aber heute den Stand, dass wir anfangen, die Kapazitäten wieder zu erweitern, weil Schule sich verändert. Und darauf möchte ich weiter Einfluss nehmen. Das möchte ich mitgestalten. Schule braucht heute ein bisschen mehr Platz, weil wir mehr Gruppenunterricht haben, weil wir mehr Teilungsräume brauchen, weil wir die Inklusion vor uns haben. Auch die braucht ein bisschen Platz. Und vor allen Dingen brauchen wir Schulen, in denen es auch Aufenthaltsqualität gibt. Ich möchte, dass Schulen nicht mehr nur Lernfabriken sind, sondern Lebens- und Lernorte. Das muss man auch in der Architektur sehen. Und natürlich gehört zu einer Schule im 21. Jahrhundert, dass sie digitalisiert wird. Deswegen haben wir den Medienentwicklungsplan für die Rostocker Schulen beschlossen. In den nächsten knapp 5 Jahren werden wir insgesamt 22 Millionen Euro für dieses Projekt in die Hand nehmen. Zusätzlich zu den 26 Millionen Euro, die wir allein in 2019 in die Schulen und Sportstätten der Stadt investieren, was bauliche Geschichten betrifft. Und zwar nur Sanierung und Neubau. Instandhaltung kommt alles noch oben drauf. Wir nehmen da also schon viel in die Hand. Aber mir reicht die Schrittgeschwindigkeit nicht. Ich möchte, dass wir da von der Stadtspitze her noch ein bisschen mehr Gas geben. Ein Herzstück linker Politik ist ja Sozialpolitik. Das soziale Thema auch in Ihrem Senatsbereich mit verankert. Da gab es in den letzten Jahren eine Diskussion um die Segregation, um die Trennung nach Arm und Reich, was Städtebau anbelangt. Auch da haben Sie in Ihrem Programm ganz klare Ziele. Tatsache ist, dass wir letztes Jahr eine Studie präsentiert bekommen haben vom durchaus renommierten Wissenschaftszentrum Berlin. Die haben 71 Städte in Deutschland untersucht, Großstädte, nach der sozialen Spaltung. Also ob die Ärmeren in bestimmten Quartieren und die Wohlhabenderen in bestimmten anderen Quartieren wohnen und was die noch miteinander zu tun haben.
Und da ist Rostock trauriger Spitzenreiter. In keiner anderen Stadt ist die soziale Spaltung so groß wie bei uns. Das wird man nicht durch irgendwelche Regularien gelöst bekommen, dass bestimmte Familien umziehen sollen. Das funktioniert nur auf andere Weise, dass man erstens dafür sorgt, dass Nachbarschaft wieder real wird, weil nebeneinander zu wohnen ist noch keine Nachbarschaft. Wir brauchen Projekte, die genau sowas unterstützen, und dafür brauchen wir ein besseres Quartiermanagement als heute. Wir haben Stadtteilmanager, aber da brauchen wir mehr. Und wir müssen außerdem über das reden, was wir Nachteilsausgleich nennen. Das heißt, dass in den Stadtteilen, wo die sozialen Probleme ein bisschen größer sind, auch ein bisschen mehr investiert wird, weil wir genau damit Stigmatisierung, also Vorverurteilung vermeiden. Ich möchte einfach, dass wir in einer Stadt leben, in der man in Evershagen nicht die Nase über die KTV rümpft und wo man in Stadtmitte nicht komisch über Teutenwinkel redet. Das kann man schaffen, wenn man das konzentriert angeht. Ja, Rostock macht ja da vorsichtige Anfänge, gerade was sozialen Wohnungsbau anbelangt. Wenn ja zum Beispiel hier am Rosengarten gebaut wird, dann darf es auch, ich glaube, 5 Sozialwohnungen geben. Da haben Sie mehr in petto. Ja, ich glaube, dass wir uns als Stadt mutig dazu entschließen sollten, zu sagen, wer auf städtischen Grundstücken bauen möchte, und die sind inzwischen sehr knapp, der muss ein paar Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel, dass man ganz klar sagt, 20-30% aller Wohnungen in einem Neubau müssen für die nächsten 15 Jahre zu sozialverträglichen Mieten, also unterstes Ende des Mietspiegels, angeboten werden. Ansonsten gibt es das Grundstück von der Stadt nicht. Das kann man machen. Andere Städte machen uns das vor, und zwar Städte wie Hamburg. Insofern, glaube ich, können wir uns da gut einsortieren und müssen nicht Angst haben, dass dadurch alles zusammenbricht, weil Hamburg, glaube ich, fährt ganz gut damit. Sie haben es bereits angesprochen, Aufwertung der Wohnqualität, gerade in den Stadtteilen, wie zum Beispiel Groß, Klein oder Schmal. Da hatten Sie auch schon mal vor, ich glaube, 1,5 Jahren so eine Schwimmhalle und eine Eishalle. Die Planungen laufen dafür bereits. Wann soll das realisiert werden, und würden Sie das als Oberbürgermeister vorantreiben? Da kann ich heute ganz stolz verkünden, dass dieser Willensbildungsprozess tatsächlich positiv abgeschlossen ist. Wir haben von der Bürgerschaft den Auftrag, das Ganze umzusetzen, am Messegelände eine kombinierte Schwimm- und Eishalle neu zu bauen. Wenn alles richtig gut läuft, dann können wir Ende 2020 anfangen. Ich bin aber der Auffassung, dass es wohl eher 2021 wird, bis wir mit dem Bau beginnen können. Aber natürlich möchte ich, dass das umgesetzt wird, weil wir brauchen Ersatz für die Eishalle. Die ist 50 Jahre alt, und die kann man bei bester Sanierung nicht auf den Stand bringen, den wir heute brauchen. Und ja, wir brauchen eine zusätzliche Schwimmhalle, weil erfreulicherweise sind die Rostockerinnen und Rostocker so sportverrückt, dass wir Schwierigkeiten haben mit der Anzahl der Sportstätten. Wir haben 72 Sporthallen in Rostock und etwa 100 Sportplätze. Das ist für eine Stadt wie Rostock unglaublich viel, aber hier ist jeder vierte Mitglied in einem Sportverein. Das ist Wahnsinn, und das setzt uns vor Herausforderungen, aber die wollen wir gerne angreifen. Rostock hat ja auch viele andere Großprojekte sich auf die Fahne geschrieben. Eins davon ist die Buga 2025. Die Buga selbst, da war die Linke die einzige Partei auch in der Bürgerschaft, die da skeptisch war. Wieso, und würden Sie das als Oberbürgermeister ändern? Also man muss ganz klar sagen, der Stadthafen ist nicht besonders schön. Aber er funktioniert. Also gerade wenn man letztes Jahr im Sommer hier gewesen ist, da waren jeden Abend weit über 1000 Leute im Stadthafen. Und das sind sie deswegen, weil es die letzte große Freifläche ist, wo man auch ohne kommerzielle Absicht mal hingehen kann. Wo man einfach sich mit Leuten treffen kann, wo man seine Limo mitnimmt und sich einfach zusammensetzt, ohne dass man Geld auf den Tisch legen muss. Das ist unglaublich viel wert, und davon haben wir zu wenig. Das möchte ich gerne halten. Dass man den Stadthafen hübscher machen kann, das ist doch gar keine Frage. Dass man dann auch noch Kontrolldruck braucht, damit nicht Leute immer zu ihre Abfälle einfach irgendwo liegen lassen. Dass man auch Toiletten braucht, das ist völlig klar. Aber man braucht dafür nicht gleich eine Buga, die Stand heute mindestens 130 Millionen kosten wird. Und ich glaube, das wird lange nicht reichen. Und für die wir vermutlich vom Land zusätzlich keine Gelder bekommen. Bisher hat das Land nur gesagt, alle Einzelprojekte, die ihr davor habt, sind förderfähig. Sie haben aber nicht gesagt, ausdrücklich nicht gesagt, dass es dafür extra Geld gibt. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem Prestigeprojekt wie der Buga und der notwendigen Sanierung von Sporthallen und Kitas und Erweiterung von Schulen, dann entscheide ich mich nicht für eine Buga. Und trotzdem träumen die Rostocker ja schon sehr lange von einer Brücke. Kanonsberg hier, wo Wert stehen sollte, ja schon zu DDR-Zeiten der Brückenschlag nach Gelsdorf erfolgen. Wie wichtig ist zum Beispiel ein solches konkretes Projekt, jetzt mal unabhängig von der Buga? Ich glaube, dass gerade bei der Brücke man sich die Frage stellen muss, was man eigentlich haben möchte. Und in meiner Überzeugung ist es so, dass wir für die geplanten 14 Millionen für eine Fußgängerbrücke, die
vermutlich nicht ganz ausreichen werden, eine ganze Weile eine deutlich bessere Fährverbindung hinkriegen, als wir sie heute haben. Die muss auch gar nicht nur zum einen Ufer gehen, sondern die kann auch noch ein Stückchen weiter östlich einen zweiten Haltepunkt haben, dass man im Zickzack hin und her fährt. Da kann man für die geplanten 14 Millionen eine ganze Menge machen, zumal bei der Brücke, so wie sie heute geplant ist, sollen sich Fußgänger und Radfahrer miteinander vertragen. Wer an die Brücke in der Ulmenstraße denkt, die dann rübergeht Richtung Ostseestadion und Eishalle, da sollen sich Radfahrer und Fußgänger auch vertragen, klappt nicht besonders gut. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht besser, sich da was anderes einfallen zu lassen. Dass die Fähre öfter fahren muss, als die heutige Fährverbindung das tut, das ist auch klar. Es geht ja weiter. Archäologisches Landesmuseum, das ist nicht unmittelbar an die Buga geknüpft, aber auch das soll hier im Stadthafen entstehen. Wie ist Ihre Haltung zu diesem großen Projekt, was natürlich Rostock auch Millionen kosten wird, weil das Land es nicht alleine stemmen wird? Das ist genau die Frage, was man möchte. Das Land hat entschieden, überfällig ein archäologisches Landesmuseum einzurichten. Das gibt es in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht. Und die Landesregierung hat aus guten Gründen beschlossen, dass das Ganze in Rostock etabliert werden soll. Und ursprünglich war der Plan, das Ganze in der August-Bebel-Straße in der Sozietät Maritim zu machen. Und dann hat das Land gesagt, oder könnt ihr euch vorstellen, dass wir ein ganz anderes Konzept machen, und zwar im Stadthafen. Und das ist natürlich deutlich teurer. Das ist attraktiv, was hier vorgesehen ist. Aber tatsächlich sieht das im Moment ein bisschen so aus wie etwas bestellen, was man sich selber nicht leisten kann, und jemand anderen fragen, ob er mitbezahlt. Ein Landesmuseum ist ein Landesmuseum. Und insofern sollte auch das Land das bezahlen. Und wenn das Land feststellt, dass die Kohle nicht reicht, um das Ganze im Stadthafen zu bauen, dann ist die Sozietät Maritim immer noch da und das Angebot der Stadt steht. Es gibt genau hinter Ihnen die Pläne der Bürgerschaft, auch die Entscheidung dafür, Bussebad, dort ein Theater zu bauen. Nun ist auch das noch nicht ganz konkret, obwohl es scheinbar immer konkreter wird. Man glaubt als Rostocker schon kaum mehr dran an dieses neue Theater für Rostock. Wie stehen Sie dazu als Oberbürgermeister? Brauchen wir das unbedingt oder reicht das alte? Es ist eine völlig klare Sache. Rostock braucht ein produzierendes Vier-Sparten-Theater und das braucht einen zeitgemäßen Neubau. Ein Teil der hohen Kosten, die wir im Volkstheater heute haben, ist begründet mit dem Gebäude, das nie als Theater gedacht war und das unglaublich hohe Personalkosten verursacht. Das ist aber gar nicht das ganze Problem. Wir brauchen ein attraktives Theater, das einlädt, und das ist Anfang der 90er beschlossen worden und das kann man dann jetzt auch mal umsetzen. Und ja, Kultur ist wichtig, sie ist nicht nur Selbstzweck, und vielleicht bekommen wir ein Theater, wo hinterher jeder sauer ist, wenn er keine Karte bekommt, um reinzukommen. Bei der Elbphilharmonie hätte ja auch keiner gedacht, dass da die Karten über Monate hinweg im Voraus ausverkauft sind. Heute freuen sich alle, dass sie da ist. Zu Anfang wollte sie keiner haben. Thema Sport. Rostock ist eine Sportstadt. Sie sind der Senator für Sport. Muss man da mittrainieren oder ist das eher die Verwaltung? Also Rostock ist eine durch und durch sportbegeisterte Stadt. Ich selbst bin es auch. Ich fahre unglaublich gerne Rennrad. Ich laufe verdammt gerne. Ich spiele nach wie vor aktiv Handball. Und ich sitze auch ganz gerne im Paddelboot und probiere auch viele andere Sachen gerne aus. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Es bringt unglaublich viel Freude. Es hat auch sozial ganz große Aspekte, weil man einfach mit Menschen in Verbindung kommt und ganz viel über die Stadt sehen kann. Ich würde aber darum bitten, dass nicht alle gleichzeitig anfangen, sich in Sportvereine zu begeben, weil dann reichen die Sportstätten abschließend nicht mehr aus. Bitte nach und nach, um das mit dem Augenzwinkern zu sagen. Aber wie sieht das mit dem Breitensport aus, Ihrer Meinung nach? Ist da noch Nachholbedarf oder sind wir da auf einem guten Stand? Wirklich, wenn Sie sagen, wir fluten jetzt die Vereine irgendwie, dann kriegen wir wahrscheinlich Engpässe. Aber so wie es momentan ist, funktioniert es? Ja und nein. Also tatsächlich ist, dass wir mehr Kapazitäten an Sportstätten verkraften könnten. Richtig ist aber auch, dass wir überdurchschnittlich viel schon heute haben und dass wir auch sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Vielleicht muss man das nochmal sagen, für einen Verein kostet eine Stunde Hallenmiete für eine Sporthalle mit einer Jugendmannschaft 1,40 Euro. Nicht pro Kind, sondern pro Verein für eine ganze Stunde. Da ist Reinigung, Duschen und so weiter alles mit dabei. Da geht mehr, keine Frage. Es gibt aber sehr wohl auch ein paar Vereine, die haben Hallenzeiten, die sie nicht nutzen und nicht zurückgeben. Das ist unsportlich, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Aber Tatsache ist, es machen schon unglaublich viele Leute Sport. Natürlich ist es immer gut, wenn noch mehr Leute Sport machen. Das würde auf jeden Fall bedeuten, dass wir auch da noch mehr zulegen müssen, was die Geschwindigkeit betrifft. Rostock ist die Stadt des Leistungssportes auch. Wir haben ja Hansa, zwar in der dritten Liga, hoffentlich Empor macht eine gute, wir haben Rudern, wir haben alles Mögliche natürlich in Rostock. Wo würden Sie da Schwerpunkte setzen als Oberbürgermeister? Heißt das sozusagen, dass wir wieder mehr Olympiastützpunkte zum Beispiel bekommen hier nach Rostock?
Also mit der Antwort auf Sportarten kann man nur verlieren, das ist völlig klar. Deswegen möchte ich mich darum drücken. Wir haben ein paar Sportarten, die sind sehr erfolgreich. Das Projekt, die 7 Stadttrainer einzusetzen, um dann im Nachwuchsbereich wieder Anschlusskader zu schaffen, das funktioniert ganz gut. Das kann ich mir auch vorstellen, da vielleicht noch ein bisschen drauf zu packen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir es auch schaffen, die Unternehmen in der Region dafür zu bewegen, im Sportsponsoring etwas aktiver zu werden, als das heute der Fall ist. Oftmals sind es nur die kommunalen Unternehmen, die da mitmachen. Da brauchen wir eine breitere Unterstützung. Olympiastützpunkte schaffen wir nicht selbst, aber wir können Voraussetzungen schaffen, um Olympiastützpunkte zu bekommen. Und zwar, indem wir möglichst viele Leistungskader hier in Rostock haben, die womöglich auch noch aus dieser Stadt kommen. Da haben wir mit dem LAV im Bereich der Leichtathletik super Leute, da haben wir im Bereich Paddeln mit den Kanufreunden und dem RKC super Leistungen. Wir haben den Olympischen Ruderclub und den Rostocker Ruderclub. Da ist ganz, ganz viel unterwegs und Boxen etc. etc. Da passiert viel. Diese Stadt ist oftmals viel besser, als wir das selber ahnen. Ich habe mir ja Ihr Wahlprogramm auch durchgelesen und da stand was zum Thema Existenzgründung. Ein großes Thema hier für Rostock, natürlich für die Zukunft der Stadt. Aber zum Thema Wirtschaft selber stand nicht. Nun hat die Wirtschaft immer so ein bisschen Probleme mit einem linken Oberbürgermeister. Das kenne ich auch aus anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommern. Wie nehmen Sie da der Wirtschaft die Ängste? Wie können Sie praktisch da überzeugen? Ich bin, glaube ich, in Rostock alles andere als ein Unbekannter. Und ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit in der Rostocker Bürgerschaft zusammen mit Thorsten Ries aus der CDU ein Papier geschrieben, was die Grundlage für Rostock Business gewesen ist. Und Rostock Business ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die in Rostock sehr anerkannt und gut arbeitet. Und darüber hinaus bin ich mit vielen Unternehmen regelmäßig im Gespräch, wenn wir zum Beispiel über Kitas reden, wenn wir über Schulen reden, wo wir gemeinsame Projekte miteinander besprechen, Übergang Schule, Beruf, was die berufliche Ausbildung betrifft. Vor mir muss niemand Angst haben, bei mir muss man aber halt einfach auch wissen, dass ich schon finde, dass eine lebenswerte Stadt Geld kostet und dass sich daran Wirtschaft auch beteiligen soll und muss. Ich kann auch heute noch mal sagen, ich plane keine Vorschläge, die die Erhöhung der Gewerbesteuer vorsehen oder sonst sowas. Derartiges habe ich nicht vor. Allerdings ist mit mir auch nicht damit zu rechnen, dass es eine Reduzierung des Gewerbesteuerhebesatzes geben würde. Das sage ich schon deutlich. Aber Wirtschaftsfreundlichkeit ist viel größer. Das bedeutet erstens, dass man lebenswerte Gesellschaft ist, lebenswerte Stadt ist, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen. Zweitens, dass die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut aufgehoben sind in Kita, Schule und Sportverein und auch in kulturellen Städten. Und natürlich bedeutet das auch, dass man sinnvoll und klug mit den vorhandenen Flächen umgeht und dass, wenn es Anliegen an die Verwaltung gibt, diese auch so behandelt werden, wie sich das gehört, nämlich im Sinne einer Dienstleisterin, die die Stadtverwaltung selbstverständlich sein soll. Nochmal Beziehung zum Land, also gerade dann, wenn zum Beispiel SPD oder CDU regiert, wie es im Moment der Fall ist, dann findet man es vielleicht auch nicht so gut, dass da jetzt niemand aus einer anderen Partei Oberbürgermeister wird. Was sagen Sie zu diesen Kritikern? Ach, das wäre ein fragwürdiges Verständnis von Demokratie zugegebenermaßen. Ich glaube, das ist ausdrücklich anders vorgesehen. Nicht glaube, sondern es ist ausdrücklich anders vorgesehen. Die Rostockerinnen und Rostocker sollten den zum Oberbürgermeister wählen, von dem sie glauben, dass er diese Verwaltung am besten lenken und diese Stadt am besten steuern kann. Und da traue ich mir eine ganze Menge zu. Und Umgang mit Ministerien und mit Regierungen habe ich gelernt, sowohl als Senator mit dieser Landesregierung, als auch vorher im Deutschen Bundestag mit der damaligen Bundesregierung. Ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Und ich kann verraten, dass in ganz vielen Gremien, die es gibt, wie den Städtetag und, da reden wir miteinander und zwar sehr sachlich, konstruktiv. Da muss niemand Angst haben. Nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, warum sollten die Rostocker Sie wählen? Ich bin Rostocker mit Leib und Seele. Ich will niemals was Schlechtes für diese Stadt. Und ich kann sowohl Politik als auch Verwaltung. Das ist alles, was man für einen Oberbürgermeister braucht. Herr Bockmann, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg. Auch bei der Wahl natürlich. Liebe Zuschauer, das ist Ihnen natürlich überlassen. Sie haben am 26. im ganzen Land die Qual der Wahl bei der Kommunalwahl und hier in Rostock auch bei der Oberbürgermeisterwahl. Also gehen Sie wählen, machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch. Ein Kandidat haben wir Ihnen heute etwas näher vorgestellt. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.